Das war der Song, ich helfe dir auf, als Minialbum, Hart am Wind für die Freiwild, das am 23. Oktober 2009 im Hondlisch, in Südkorallen, in Iran. Ja, schon. 23, genau. Wie weit in Südkorallen? Beim Disco New Klassisch oder? Athese, jawohl. Flächendeckend. Hoffentlich. Was da angereicht wird, bist du. Na, bist du ein Einkäufer oder was? Südtirol halt bitte. Loadig, ja. Mhm, schon. Bevor wir nicht zu den Richards Ender Film, ich habe ja schon Tourneeerfahrung als Band, kennt ihr schon eine Ewigkeit als Band, die seid ja viel unterwegs miteinander, wisst ihr also, was auf euch zukommt. Die Richards wissen das nicht, oder? Du hast schon gesagt. Habt ihr schon aufgeklärt? Ja. Ja. Nein, das Richards Ender Film finde ich auch eine gute Band. Und du glaubst, sie packen es? Ja, auf alle Fälle. Sie sind super, super gut und an sich 5 Konzerte das Jahr zu spielen, an sich 14 Tage hintereinander. Ich denke, die haben mehr geprobiert als das ganze Jahr. Da bin ich ganz sicher. Bei ihm ist das natürlich von der Musikrichtung her schwieriger noch. Du musst mehr proben. Wir haben es eher einen einfachen Stil. Und ich bin mir ganz sicher, dass für die Richards End of Fine das eigentlich ziemlich nett ist. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt da irgendwas Erfolg versprechen kann von denen her. Aber sie haben sich einmal sicher, können sich einmal in einer breiten Masse zeigen. Und das Zweite ist, und das haben wir ja auch für sie gemacht, dass sie zum Beispiel jetzt schon bei diversen Online-Riders, wo mir und so weiter, aber auch Metal-Bands gespielt werden, werden sie jetzt auch gespielt und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, auf die ganzen Snippets, sind sie sind drauf, ne? Aber auf die ganzen Plakate und Tourflyer sind sie mit drauf. Und ich glaube, dass es so eine Nightliner-Tour eigentlich für sowieso jede Band ist, gerecht ist, früher oder später. Skylos gibt es ja nicht. Wie geht es denn so Band intern? Seid gelassen untereinander? Was sagst du? Ja, es gibt sicher mit ein paar Reibereien, nicht? Aber die nimmt man sich aus und noch passt das irgendwie. Wir sind ja keine. Aber wird man lockerer? Ja, aber wird man lockerer? Oder geht man getrennte Wege? Oder? Nein, das ist überhaupt nicht. Das darf überhaupt nicht gehen. Als Band muss man schauen, dass wir zusammenhalten. Alles einmal als Code geht nie. Einer mal eine andere Meinung hat. Aber das sagt man sich dann aus und tritt man sich. Oh, jetzt reift man aus. Weil das ist ja halt nicht, oder? Wenn man dann zusammenpickt. Voll. Wir spielen halt noch eine ganze Fahrt Nintendo gegenseitig. Und jeder hat seinen Laptop mit irgendwie und wenn er keine Lust hat, da in der Menge, geht er auch mit sich hin und schaut seinen Film an. Also, oder keine Ahnung, mal ein Stück gehen, ein Stück laufen. Das ist nicht, dass du jetzt da auf engen Raum bist die ganze Zeit. Meist. Das Mal ist besser, weil wir zwei Busse haben. Das heißt, wir sind 18 Leute, was sind viel mehr Leute, was noch die Tour mitfahren, aber es sind 18 Leute, was im Bus ist, halt im Bus sein. Jetzt haben wir zwei Busse und da sind wir auch schon vor. 18 Leute, jetzt seid ihr 4, dann sind die Reachers 5. Sind eine, dann ist ein Tour, sind zwei Tourmanager, dann sind Lichtmann, Tonmann, Roadies. Der Monitormann, dann sein. Wie viel hast du jetzt? Du bist jetzt mitgezählt. Ja, es sind 15 jetzt gewesen. Dann ist noch. Mercher sein noch dabei. Ja, da bist du auf den Punkt ganz schnell. Und da haben wir noch ein Bett für etwaige Mitfahrende, nicht? Mhm. Männer. Männer, das muss man sagen, halt wird das DW-Events, was in Nightliner durchfahren, viel oder später, wird das sehen, es gibt keine Gitschen im Bus. Das ist definitiv so. Bei keiner Tour. Weil es scheinbar ganz viele Bands gegeben hat, was Weiber gedacht haben, Frauen oder Mädchen gedacht haben, man muss hingehen und dann ist die Schlagzeug reingefallen, jetzt hat er die ganze Liebe entdeckt und ist von der Band ausgestiegen. Ja, und das zweite ist natürlich auch wegen Diebstahl. Das heißt, es dürfen eigentlich nie fremde Leute im Bus sein. Es ist jeden Tag ein neuer Code bei der Tier, was du eingibst und dann fahren wir allen bei jedem Nightliner-Bus. Das hat, wie gesagt, wenn alle die gleichen Leute drin sind, ist halt die Gefahr, dass etwas gestohlen wird, klar. Also wenn danach von mal 5 fremde Leute in den Hucken mussten und etwas fehlt, dann weißt du etwas, wer es war. Und es ist wahrscheinlich genau, wenn man wo will, dass ein Hund ihn irgendwo verstecken, dann nach einer Woche haben wir zugefahren. Erklären wir mal, was der Job von einem Bühnen ist. Er ist letztlich gestorben, das kann schon. Ja, auf alle Fälle. Er ist Kindergartenplante gleichzeitig, was muss schauen, wie noch die ganzen
unter Anführungszeichen oft Deppen zusammen zu glauben, ne, was nicht im Backstage drin liegen und nicht wissen, dass man startet. Die, was die Abrechnungen machen, die, was die Klicker organisieren, am Eingang, dass man weiß, wie viele Leute in gehen. Die, was die schauen, dass das Catering passt, dass die Halle pünktlich steht, dass das Auge tun wird, dass der Deckreihe hingehalten wird, dass die Parkplätze für die Busse da sein, dass vorne weg die Werbung ist schon mal natürlich wichtig, dass das alles dann funktioniert und das ist eigentlich ein totaler reiner Stress. Und jeder kommt her, weil er nicht weiß, wo gehst du hin und sagt, du bist auf Klo, ist kein Scheiß, kein Klopapier mehr, da rennt jeder da hin, das ist ja wie ein Kindergartentant im Endeffekt. Ja, deswegen kriegt er auch viel Geld, leider. Mhm. Aber oft steht noch mehr wie zu. Gut, dann spielen wir einen nächsten Song und zwar diesen Schuh musst du dir anziehen, als ob es Wert drauf legt, dass der gespielt hat. Ja. So, ja, was ein geiler Song ist für mich. Also einfach. Ja, mir gefällt auch gut. Also fast am besten jetzt für die neuen Lieder. Okay, dann spielen wir jetzt diesen Schuh musst du dir nicht anziehen. Scheiß Typ. Ja.